Moin, moin und hallo zusammen. Heute befinde ich mich auf einem Pocketbike. Ja, so ist zumindest mein erster Eindruck jetzt nach ungefähr 300 Metern. Es handelt sich um eine S1000R und da ist jetzt seit der Fahrschule, was jetzt so na, knapp 3 Jahre her ist, doch das erste Mal, dass ich wieder ein Nakedbike fahre. In der Fahrschule, da hatte ich eine Kawa ER6N und eine Yamaha XJ6, glaube ich doch. Und aha, an sich hat mir das jetzt nicht so schlecht gefallen, sage ich mal. Das Problem war mehr, dass ich da in der Fahrschule einfach, ja, wie soll ich sagen, ja, also. Ich bin ja 1,93 lang und ich habe da einfach nicht gescheit drauf gepasst. Also auf die Kawa, das ging halt echt gar nicht, ja. Also das war eine absolute Quälerei. Und der Yamaha, naja, für die Fahrschule, da ging das dann, aber so dauerhaft, nee, das wäre nichts gewesen, ne? Na gut, und entsprechend, als es dann an den Motorradkauf ging, hatte ich mir damals gedacht, okay, das wird so nix. Ich brauche irgendwas, wo ich halbwegs bequem sitzen kann. Ah, und dann ist es ja schließlich die 1200er GS geworden. Warum jetzt dieses Spielzeugmotorrad hier? ja. Ja, die GS ist halt in der Werkstatt, kriegt neue Reifen. Und das hier ist einfach dann das Ersatzmoped. Ich gucke mal gerade hier. 700 Kilometer sind drauf. Ja. Vollgetankt. Dann fahren wir mal ein bisschen in der Gegend rum. Ja. Auf jeden Fall ist es schon mal deutlich härter gefedert. Kann ich direkt sagen, Hallihallo, ach guck mal, eine schöne GS. Ja, relativ hart ist er. Wo sind wir denn hier? Riding Mode, Dynamic. Da machen wir hier doch mal Road, in der Hoffnung, dass das ein bisschen, dass das Fahrwerk auch ein bisschen weicher wird. Hier kann ich noch mal. Road, Dynamic, Road. Okay. Ja, ist tatsächlich ein bisschen weicher jetzt. Aber im Road-Mode ist auf jeden Fall immer noch härter als die GS. Ja. Gut, richtig überraschend ist das jetzt natürlich auch nicht. Erste Frage, wie passe ich denn jetzt so drauf? Ja, also das ist halt schon total ungewohnt. Ne? So beim Aufsteigen, ja. Bei der GS, zumal wenn ich hinten die Koffer noch drauf habe, ja. Da muss man das Bein schon ordentlich in die Höhe schwingen, um da drauf zu kommen. Während hier, ja, kann ich ja bald im Stehen sozusagen, muss ich da nur kurz den Fuß lupfen und schon sitze ich drauf. Ja, das passt nicht ganz gut mit der Ampel. Auf die Erde komme ich, ja, also easy, ja, also. Da ist wirklich überhaupt kein Problem. In den Spiegeln sieht man leider so gut wie nichts. Da sehe ich im Prinzip meine Arme und auch mehr von den Unterarmen. Bei der GS habe ich mehr die Oberarme im Sichtfeld und da auch nur relativ wenig. Ja, Quickshifter funktioniert. Naja, also ich kann schon drauf sitzen, ja, so ist nicht. Das sagt man den BMWs ja auch immer nach, dass die grundsätzlich so ein bisschen für größere Leute auch eher geeignet sind. Ja, auch eine RR oder so.
wo man auf einer Partygalle dann als Größerer dann echte Probleme hat, kommt man auf der RR vielleicht sogar noch einigermaßen drauf. Wo fahre ich lang? Hier. Ja, ist auf jeden Fall der Revlimiter noch drin, ja, weil die Einfahrinspektion offenbar noch nicht rum ist. Das ist aber schade, ja. Das macht aber nichts, weil von der Motorleistung her kenne ich das alles schon. Denn vor einem halben Jahr bin ich mal eine S1000XR-Probe gefahren. Und das ist ja vom Elektronikpaket, vom ganzen Packaging her quasi identisch zu dieser hier. Wobei das hier ist jetzt eine 2017er S1000R. Das heißt, die hat glaube ich vor kurzem ein neues Elektronikpaket bekommen mit hier ABS Pro und wie heißt es? Keine Ahnung. Neuer Schräglagen, abhängiger Traktionskontrolle und diesem ganzen Gedöns. Quickshifter geht rauf und runter. Und ja, genau, die XR, die ich hatte, die hatte schon mehr Kilometer drauf. Das heißt, da war der Revlimiter schon aufgehoben. Und ja, meine Erfahrung war, das macht halt schon einen Unterschied, ne? Ob man jetzt so 14 Liter bei, sag ich mal, 9000 fährt oder bei 12.000, ne? Also da kommt dann schon noch mal einiges, ne? Aber da, nicht so schlimm, das kenne ich ja schon. Ist vielleicht ein Hinweis für Leute, die auch mal eine Probefahrt machen mit so einem Ding, ja? Also, wenn er da auch eine erwischt, die noch limitiert ist, dann geht mal davon aus, bei höheren Drehzahlen kommt da noch ordentlich mehr Wumms, ne? Frage ist natürlich, ja, wie immer in der Praxis, ne, nützt das was oder nützt das nichts? Ich sage ja immer, diese Drehzahlen, ja, im ersten Gang ist man da schon deutlich über 100. Das heißt, eigentlich kann man im normalen Straßenverkehr die Maximalleistung von so einem Motorrad legal gar nicht abrufen. Ne? Aber das ist eine andere Diskussion, da habe ich schon genug in dem XR-Video zu erzählt. Ah, das muss ich jetzt ja nicht alles wieder aufwärmen. Der, wenn man sich so den Motorradmarkt anschaut in Deutschland, dann werden Naked Bikes ja doch relativ häufig verkauft, während so Vollverkleidete oder gar Supersportler werden ja so gut wie gar nicht mehr verkauft. Und ich glaube, wenn man ein Kind in Deutschland heute bitten würde, mal ein Motorrad zu malen, dann käme da so eine Naked raus. Und die S1000XR ist für mich so das, ja, oder ist der Prototyp eines Naked Bikes. Ja, also so stellt sich meine Mutter ein Motorrad vor. Ja. In den USA ist vielleicht ein bisschen anders, da malen die Kinder dann so einen Chopper, ja. Ja, ja, ein bisschen frisch ist es hier, ne? Man sitzt ja voll im Wind, da ist zwar auch so eine mikroskopisch kleine Scheibe, aber das ist ja mehr so ein Deko-Element, glaube ich mal. Aber das stört mich nicht. Also das Motorradfahren und Wind, das gehört ja irgendwie dazu. Und dadurch, dass da jetzt gar keine Scheibe da ist, hat sie ja auch kein Problem mit Luftverwirbelungen oder dergleichen. Jesus Christ, also der Winddruck bei 180 ist echt schon nicht ohne. Boah, das ist ja ein halbes Bodybuilding-Training hier. Meine Fresse. Also Windschutz ist auf jeden Fall komplett nicht existent, ja. Okay.
Das ist ja echt. Das ist ja quasi gar nicht machbar, hier 200 zu fahren. Weil da, also das ist ja, weil man gegen den Winddruck, das ist ja, kriegt man ja fast gar nicht mehr gehalten, ja. Ja, das ist ja vielleicht doch was mehr für den Supersportler, wo man sich vorne hinter der Scheibe verstecken kann, ja. Meine Güte, ja. Naja. Aber ich habe den Eindruck, geht doch noch ein bisschen besser nach vorne als die XR. Ist immer die Frage, ob das tatsächlich so ist oder ob das nur ein subjektives Empfinden ist. Meine objektiv erklärbar wäre es vielleicht dadurch, dass die XR natürlich noch ein bisschen schwerer ist. Aber naja, ich meine, wenn man so näher an der Straße sitzt und so, dann hat man vielleicht sowieso ein bisschen eher das Gefühl von Geschwindigkeit. Naja, auf jeden Fall. Also hiermit jetzt so 200 Kilometer Autobahn bei knapp 200 km/h runterzuspulen, das artet, glaube ich, echt in Arbeit aus. Meine Fresse, ja, das ist wirklich anstrengend, ja. Während bei der GS da, zumal ich ja jetzt diesen Windschutzscheiben-Spoiler habe, boah, sag ich mal, Tempomat rein und dann geht das ganz entspannt, ja. Ja, meine Güte. Ja, hier im Stop-and-Go-Verkehr wird es auf jeden Fall schon mal ordentlich warm. Und zwar am linken Oberschenkel auch noch wärmer als am rechten Oberschenkel. Und dabei ist die Außentemperatur, ich glaube, wir haben nur so 15 Grad oder so. Also ich glaube, so im Sommer im Stand wird das echt ganz schön warm. Ja. Ich bin gerade gucken an diesem Kabel von der Kupplung, das ist aber auch echt ganz schön stark gespannt hier, ja. Sieht aber so aus, als ob es so gehört. So, ansonsten zu den technischen Daten. Ich glaube, ja, 165 PS hat das 2017er Modell. Bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall sind ein paar PS dazugekommen. Ja, ansonsten, ja, Elektronikpaket, alles was es halt so gibt. Und ja, alles weitere habe ich nicht im Kopf. Müsstest du dann bei BMW auf der Website einfach mal nachlesen. Für mich, also wenn ich jetzt eine Naked würde kaufen wollen, wäre diese hier auf jeden Fall mit in der engeren Wahl. Mit in der engeren Wahl wäre die Yamaha MT-10. Die gefällt mir vom Design her und so wirklich ziemlich gut. Ja, das polarisiert ja so ein bisschen. Aber mir gefällt es. Und mit in der engeren Wahl wäre natürlich die KTM Super Duke 12 irgendwas, 1290, weiß nicht genau. Also da das Top of the Range Modell von KTM. Ne? Ja, wenn ich den halt eine Naked kaufen wollte, aber so richtig, ja. Jetzt mal völlig unabhängig, ob jetzt Zweizylinder oder Vierzylinder, ja. Einfach nur so von der Bauform. Das ist dasselbe Argument, was ich bei der GS auch immer habe. Also es ist halt, wenn ich jetzt halt nur so am Wochenende hier mal so ein bisschen in der Gegend rumfahre, ist das wunderbar, ja. Aber ja, ich weiß nicht, die GS, die ist einfach noch alltagstauglicher, ne? Also ich kann halt
Koffer dran war, ich habe Topcase, da kann ich alles reinschmeißen. Ich kann halt eben auch mal längere Zeit schneller auf der Autobahn fahren, um Kilometer zu machen. Wenn ich irgendwie in Urlaub fahren will, in die Alpen oder so, das ist alles. Ja, das Spektrum der Möglichkeiten ist einfach besser, ne? Naja, es ist wie immer alles Geschmackssache. Als ich mit der XR gefahren bin, habe ich an dieser Stelle berichtet, ja, wie majestätisch man sich auf so einer Reise-Enduro fühlt, ja. Also auf dem Motorrad, was relativ groß und ist, wo man relativ hoch sitzt. Und ja, hier fühle ich mich wie so eine kleine Ameise. Ja. Ich bin ja schon froh, dass ich aus dem dichten Stadtverkehr raus bin. Weil wenn man da hinter so einem SUV festhängt, da sieht man ja gar nichts mehr. Ne? Ja, auf der GS, da kann ich schön immer über die anderen Autos und SUVs und so weiter drüber schauen. Und ja, man hat so dann das Eindruck, über den anderen Verkehrsteilnehmer zu schweben. Während hier im Stadtverkehr, da fühle ich mich ja so ein bisschen erdrückt durch die ganzen Autos. Naja. Ja, ist schon wieder Raschauer, ihr seht ja. Ich versuche gleich noch mal irgendwo zu halten, damit ihr die Kiste auch mal von außen sehen könnt. Ja, so sieht das gute Stück aus. Schwarz ist jetzt nicht so meine Farbe beim Motorrad, also mit dem Grau und so. Ich hatte ja gesagt, bei der MT10 gefällt mir das ganz gut, aber hier, ich weiß nicht, mehr so weiß, blau oder so. Wird mir schon besser gefallen. Ah, da sehe ich auch gerade eine Kette. Das ist natürlich ein großer Makel. Akaprovic, irgendwas. Ja, meinetwegen. Ja, Motorrad halt, ne? Also, auch hier Optik ist mir jetzt nicht so wichtig. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist hier das Teil. Also, das ist wirklich furchtbar, ne? Ja, die Optik mit den unterschiedlichen Lichtern und so. Die asymmetrische Front, das ist ja bekannt. Ja, das ist aber vielleicht mal Thema für einen neuen Vlog. Für diesen soll es mal genug sein. Ich fahre jetzt wieder zurück und hole meine GS ab. Fazit. Ja, ich meine, so ein bisschen rumfahren, das kann immer, natürlich immer nur so ein Ersteindruck sein. Kurven kann man mit der R hier auch fahren, habe ich vorhin gerade gemacht. Zeige ich euch jetzt aber nicht im Video. Und ja, oh, ich bleibe lieber bei meiner GS, da bin ich nach wie vor ganz zufrieden. Ja. Sehe ich keine Veranlassung, von dieser Reise-Enduro-Kategorie wegzugehen. Aber jeder wie er mag. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.